Gut, Leute, damit ist es soweit. Wir erklären offiziell Russland endgültig den Krieg. Es ist vorbei mit denen. Es reicht. Ende der Geduld. Muku, willst du dazu noch was sagen? Okay, alles klar, läuft. Wir erklären den Krieg. Und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren Geflechtenrunde Let's Play Civilization Numero 6. Ja, ihr Lieben, ihr wisst Bescheid. Wir haben uns lang genug von dem Russen triggern lassen und wir wollen auch gar nicht um heißen Brei reden. Die kriegen jetzt deftig auf die Fresse und ihr seht's, Muku ist wieder mit am Dizzle, Leute. So, wir schauen einmal noch ganz kurz, ob wir uns hier ein paar Freunde machen können. Teddy Roosevelt, ich würde mit dir ganz gerne eine Freundschaft verkünden. Das Angebot kann ich nicht ablehnen. Das wurde mir, by the way, auch unter meinem letzten Civilization-Video geraten. Ey, mach mal eine Freundschaft mit denen. Machen wir, so sieht's aus. Dann können wir noch eine Allianz aushandeln. Wirtschaft, kulturell. Handelswege haben wir eigentlich null mit denen. Aber wir können halt eine kulturelle Allianz machen. So, alles klar, Leute. Wäre das geklärt. Unsere Allianz mit Christina ist ebenfalls abgelaufen. Achso, das hatten wir geklärt. Perfekt. Lol, ich sollte hier auf dem Fenster bleiben. Oh, guck mal, die hat das Kolosseum. Cool. Und der baut hier auch irgendwas richtig Fettes hin. So, Leute. Es ist soweit. Die haben eine Allianz. Abkommen aushandeln. Gemeinsamer Krieg. Peter der Zweite. Kupe. War doch Peter, ne? Nicht, dass ich jetzt hier irgendeinen Scheiß mache. Hieß er so? Ja. Peter der Zweite. Ich würde mit dir ganz gerne einen Krieg starten. Abkommen aushandeln. Gemeinsamer Krieg. Peter der Zweite. Und er nimmt gerne an. Gegen Brasilien? Nein, Mann. Bin ich jetzt bescheuert? Nein. Warte. Ich bin doch jetzt doch nicht gaga. Wir wollen doch jetzt nicht gegen Brasilien kämpfen. Peter. Russisches Reich. Leute, ernsthaft? Peter der Zweite, alles klar, okay. Wir werden wohl keine Allianz mit ihm hier kriegen. Wie sieht's mit Christina aus? Abkommen aushandeln. Gemeinsamer Krieg. Peter. Formellen Krieg, formeller Krieg. Territorialkrieg. Für ein bisschen Gold. Gut, Leute. Damit ist es soweit. Wir erklären offiziell Russland endgültig den Krieg. Es ist vorbei mit denen. Es reicht. Ende der Geduld. Muku, willst du dazu noch was sagen? Okay, alles klar, läuft. Wir erklären den Krieg. Auf Wiedersehen. Ein verbündeter Freund berichtet, Schweden hat gerade Russland den Krieg erklärt und so weiter und so fort. Wir haben es jetzt nicht alles gesehen. Toll, irgendwer will was. Wow. Christine hat den Krieg erklärt, Friedrich Barbarossa. Lol.
So, Leute, wir sind offiziell im Krieg. Wir rücken vor. Wir müssen allerdings aufpassen. Wir haben hier unsere Armee, unsere Feldkanonen. Allianzstufe gestiegen. Unsere Allianzstufe mit Christina ist angestiegen. Und hier ist ein Unwetter. Alles klar. So, wir hatten jetzt unsere Chance, unseren ersten Zug vernünftig auszuüben. Gebirgstunnel, Gebirgstunnel. Auf geht's. Wir werden uns hier durch mehrere Städte prügeln müssen, was ein ernsthaftes Problem darstellt. Aber das lassen wir uns selbstverständlich nicht nehmen, liebe Kinder. Liebe Freunde. Hier ist noch eine Beförderung verfügbar. Der Musketier ist die berühmteste aller unserer Streitkräfte. Niemand sonst hat so viele Siege im Kampf errungen. So sieht es aus. Und diese Einheit, die möchte ich auch nicht verlieren. Deswegen schicken wir die in der nächsten Runde auch instantly wieder zurück. Hier verbreiten wir unsere Religion. Alter, jetzt fetzt das aber richtig hier mit unseren Punkten, ne? Der Himmel hat den Bewohnern von... ja, Nischnei, bla bla bla, Gesundheit. Die Augen geöffnet, sodass sie sich den treuen Anhängern des Mukumacht anschließen, obwohl sie momentan im Krieg mit Deutschland sind. Butz, wisst ihr Bescheid. Läuft auf jeden Fall bei uns. Wir werden uns wahrscheinlich dem goldenen Zeitalter nähern. Oh, Feldkanonen, wir müssen aufpassen. Bombarde ist auch noch da. Die feindliche Stadt nimmt unsere Religion an. Das finde ich so unglaublich cool. Ihr müsst bitte auf Bereitschaft bleiben. Nächste Runde. Der Russe ist am Zug. Selbstverständlich erlauben wir den USA, eine Botschaft in unserer Hauptstadt zu errichten. Selbstverständlich. Oh, was ein Freudentag. Alles klar. Sehe ich genauso. Die Welt muss von euren Übertretungen erfahren. Wir werden denunziert von Brasilien, weil wir eine andere Regierungsform haben als die. Alles klar. Finde ich vollkommen schwachsinnig. Aber okay. Wer leitet euch? Es kann doch nicht sein, dass ihr an gar nichts glaubt. Los, zeigt euren Untertanen das Licht. Nö. Scheiße. Weg da. Heilen. Habt ihr das gerade gesehen, Leute? Wir haben unsere Handelskapazität erhöht, das höre ich gerne. Wir kaufen uns die Einheit direkt, wenn es machbar ist. Ein Objekt kaufen, wir kaufen den Händler. Dann können wir gleich direkt LOL! Die scheiß Schweden, Alter. Keine Städte kommentieren, wurde gebrochen von den Schweden, diese kleinen Pissnäcken. Das Unwetter klingt ab. Ja, ein paar Stadtstaaten mischen sich natürlich jetzt auch ein. Hier sollte alles soweit klappen noch, ne? Das finde ich gut. Unterhaltungskomplex. Annehmlichkeiten brauchen die sogar.
Aber ich würde Tatsache jetzt erstmal mehr Militär produzieren. Die Feldkanone ist ja unglaublich stark. Finde ich gut. Arsenal von Venedig. Ach, wisst ihr was? Wir vertrauen auf unsere Fähigkeiten im Kampf und bauen hier unsere Bezirke weiter aus. In Entenhausen, Leute. In Entenhausen. Ab in die nächste Runde. Oh nein. Der kleine Penner folgt uns. Weltkongress. Massenvernichtungswaffen. Falls der Russe sowas hat. Peter. Verbietet das Entfernen von Geländearten des gewählten Types. Die Rodung von Geländearten des Types bringt Gold, Ertrag, Produktion und Nahrung. Wälder. Der gewählte Spieler erhält 2 Diplomatie-Siegpunkte und diesmal. Achten wir darauf, wir gehen Friedrich Barbarossa und hauen hier richtig rein. Friedensnobelpreis ablehnen braucht man nicht. Wir sind im Krieg. Weiter. Und einreichen. Unsere Resolutionen wurden eingereicht. Lass uns doch mal schauen. Waffenkontrolle wurde angenommen. Trajan. Hat's bekommen. Ja, Die Schlüsselwörter von gewaltsamen Wirtschaftssystemen sind Verstädterung, Industrialisierung, Zentralisierung, Effizienz, Quantität und Geschwindigkeit. gut, alles da. Wissen wir Wir Bescheid. haben von einer Methode erfahren, unsere Stadt mit Energie zu versorgen, die allerdings Treibstoffverbrennung erfordert. Dadurch entstehen Rauch und Umweltschmutz, sodass wir die Kosten und Vorteile genau abwägen müssen. Jo, gern. Unsere klügsten Denker haben Pläne für ein neues Gerät entwickelt, das jedoch auf eine zuverlässige Energiequelle angewiesen ist, die über die menschliche Anstrengung hinausgeht. Wenn wir es benutzen wollen, müssen wir unsere Städte irgendwie mit Energie versorgen. Okay, kam an. Kümmern wir uns drum, wenn es soweit ist, Leute. Barbarenland, eine Infanterie aus dem Barbarenland. So, wir sehen die Stadt. Oh, 16 Gold würde es da hingeben. 16 ist ordentlich, das machen wir direkt. Weg beginnen. Damit sind wir finanziell auf jeden Fall gut abgesichert. Und wir müssen einmal mit Schweden reden. Religiöse Allianz, Buchliebhaber, Liberalist. Vielleicht kriegen wir Rom auch noch dazu. Ne. Du kannst nichts für uns tun, alles klar. Die werden Scheißdreck tun, uns zu helfen. Hier wird mehr Wohnraum benötigt, da arbeiten wir ja dran. Wir haben Naturressourcen entdeckt. Kohle. Auch das ist gut. Wir holen uns mal so einen Bautrupp.
glaube, diese ganzen Stadtstaaten haben gar keinen Bock auf den Krieg und halten sich dann doch eher da raus. Das ist auch richtig so. Das sollten wir als solches auch tun. Den Tunnel können wir nicht angreifen. Das nervt mich mega. Nächste Runde. Ihr seid am Zug. Und ich hoffe, dass die mir hier keine Faxen machen. Hier wird nochmal ein bisschen Muku macht Mu-Glauben verbreitet. So wie sich das gehört. Nächste Runde. Alter, wie die gleich direkt reinscheißen, ne? Ah, die haben auch eine ganze Armee davon da. Ey. Ist das eine Kaka? Ihr müsst euch zurückziehen. Ihr müsst dort rüber. Ah, wir brauchen mehr Truppen, eindeutig. Merkt schon. Der Russe ist uns ein bisschen voraus. Kauf mit Glauben möglich. Ein Apostel wäre eigentlich eine sinnvolle Maßnahme. Renaissance-Mauern. Na. Wir bauen uns jetzt Stück für Stück auf, Leute. Nächste Runde. Nicht, dass ich jetzt mal... Ich verliere meine Bombarde. Glauben missionieren. Wir haben eine Einheit verloren und das nervt mich ja richtig ab. Produktion wählen. Glaubenssatz können wir noch wählen. Das haben wir, das haben wir. Zehnt, würden wir mehr Gold kriegen. Gold ist aber eigentlich gar nicht so unser Problem, ne? So, Theologen stellen die Grund- und Glaubensansätze des Mukumacht Muda. Alles klar, wissen wir Bescheid, Ladies and Gentlemen, genau so läuft das. Alter, ich werde bis zum bitteren Ende kämpfen, ne? Das sollte... Der Panzer. Wir kriegen die Stadt nicht klein. Wir sollten eine andere Strategie wählen. Weiter zurück. Wir ziehen uns zurück ins eigene Land und verteidigen uns erstmal. Hier ist eine Modernisierung drauf. Ach so. Ja, gut. Oh, der Panzer, ich wäre auch welche. Gut. Also, folgendes. Wir werden das jetzt so machen. Wir werden nebenbei natürlich noch unser Militär weiter aufbauen. Ich würde noch mal ganz gerne kurz in meine Forschungen gucken. Technologiebaum, genau. Da wäre die Bombarde, die hätten wir. Wir brauchen dringendst die Panzer. Und das ziemlich zügig, Leute. Das heißt, wir haben jetzt hier alles abgeändert. Die Luftfahrt wäre natürlich auch geil. Doppeldecker.
Fernkampfstärke, Nahkampfstärke, braucht Öl. Braucht auch Öl, ne? Also so oder so. Braucht alles Öl. Verbrennungsmotor. Leute, auf dem müssen wir arbeiten. Und das so schnell, wie es geht. Gut, liebe Freunde, damit sind wir am Ende einer Episode angelangt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Lasst dem Kanal doch ein Abo da, damit ihr künftig keine Inhalte mehr verpasst. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage schön bitte und noch einen wunderschönen Tag. Ciao! Don't